Herzlich willkommen zurück hier in Baldur's Gate 3 und das Schiff sage ich schon, weil das aussieht wie so ein Schiff, ne? Aber diese Würmer, mein Gott, heute schwer, wollen das die hier alle evakuieren, also ich meine, würde ich auch tun, ne? Wenn wir da sind. Aber was könnten wir denn noch tun? Wir könnten uns ein bisschen heilen, oder? Wir haben Gebet der Heilung. Ja, ich glaube, das können wir nur außerhalb des Kampfes machen. Sollten wir dann auch mal tun. Vielleicht noch ein, aber dann ein Zweier. Paar Einser könnten, die Eins geht nicht. Dann hauen wir noch ein Zweier raus. So, aber mehr geht nicht. Vielleicht war das jetzt auch unnötig. Ja, ich weiß es nicht. Aber so können wir noch ein bisschen hinauszögern. Wir haben noch ein paar zur Not Zauber und sonst, ne? Ja. Gehen wir mal hier reingucken, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, auf jeden Fall. Mal gucken, was wir dahinter haben. Schon wieder die Gier, ne? Natürlich. Es tut mir leid, vielleicht hätten wir erst reden sollen. Oh nein, aber ich dachte, hier sind die, das ist wieder Erfahrung und sowas. Und ich meine, die manipulieren einen, oder? Vielleicht hätte ich auch nicht einfach immer so die töten sollen. Vielleicht wären die auch nett gewesen. Ach, keine Ahnung. Ja, gut, aber Entscheidungen müssen wir jetzt mitgehen. Habe ich gestern auch nicht dran gedacht, ne? Einfach die... Ja, dann machen wir das mal einfach. Pfe. Obwohl ich mit den anderen geredet habe. Manchmal frage ich mich, ja. Keine Ahnung, was ich mich manchmal frage. Kann denn... Ne, wir warten einfach, oder? Du kannst schon mal hier anschmeißen. Auf jeden Fall. Und dann kannst du mal versuchen zu schießen. Weil einmal müssen wir angreifen mit dem Berserker-Modus. Und gar nichts tun ist ja auch doof. Aber Karlach wartet hier vorne einfach mal. Die werden ja jetzt spurten, ne? Gut. Was werden wir tun? Können wir das tun? Oder können wir nicht tun? Aber wir können einen treffen, ne? 65, 75, den treffen wir. Ich hätte einfach nichts sagen sollen. Einfach die Klappe halten. Dann, der wirft mit Stein. Aber tun wir ja meist auch. Sollen wir auf ihn oder hier? Ja, komm, wir gehen auf ihn, dass er... Dann machen wir Schaden auf den... Das war ein kritischer Treffer. Schadenherz, was ist denn mit dir passiert? Wow. Aber jetzt mit ihm hier können wir ja ihn mehrfach treffen. Deswegen dachte ich... Ein Blitzpfeil. Der braucht 3 Zauberplatzstufen. Wir haben ein paar davon, ne? Ich wollte das schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Wir dürfen dann nicht nochmal angreifen. Das ist halt so. Gut. Dann ist das so. So, dann nehmen wir ihn hier noch. Hier, bitteschön, Geschenk für dich. Karlach reist heute ab. Und jetzt, Astarion, zeig auch noch mal, was du kannst.
Gut, du warst gestern gut, also. Nein, nein, wir verschwenden da kein Gift. Ist alles okay, wir dürfen ja noch mal. So. Wir haben es geschafft. Wir hätten ihn vielleicht fragen sollen, aber okay. Hacker. Bauklotz. Okay. Leichenhaus, Käfigschlüssel und Rohsteak. Nehmen wir mal alles mit, so wie die Sachen hier alle. Alter, was ist denn hier alles? Waschen hier alles rum. Karlach, wir brauchen dich mal. Sagt zum Übungsschwert. Keine Ahnung, aber. Liste mit Regeln. Die will ich mir aber noch angucken. Eine Liste in der sorgfältigen Schrift eines Kindes. Bestimmte Wörter sind unterstrichen, wohl als Hilfe, um sich besser an sie zu erinnern. Lehrerregeln. Im Wagen des Lehrers fahren. Wegen den. Weg von den Soldaten. Dem Führer. Nicht die Augen schauen. Immer im Licht bleiben. Immer im Licht bleiben. Immer im Licht bleiben. Okay. Ja, gut. Die sind hier, ne? Die werden hier alle manipuliert. Vielleicht wollte er nicht. Oder hatte Angst, das zu vergessen. Vielleicht wollte er auch nicht hier sein. Und man hofft, dass man noch wegkommt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alles mitnehmen. Wir können das verkaufen. Bestimmt später oder heute. Den Feinden würde ich sagen, Loot, alles Glamour. Wir können alles gebrauchen, ab in die Truhe. Was ist das denn hier? Ist ein Gehirn eingesperrt? Sollten wir den mal rausholen? Warte, aber wir sollten... Den Ball nehmen wir mit, den Stoffbär, damit wir an dem Pergament kommen. Wir kommen da ja immer noch nicht dran, dann nehme ich das halt mit. Lesen. Dieses Buch ist was zu Staub verfallen, sodass es nicht mehr gelesen werden kann. Ja, das hat sich ja, ne, das war ja ein Brief an die Absolute. Ein Kinderschrift umringt von Kritzelei. Lieber Absolut. Der Lehrer sagt, du solltest schreiben. Er sagt, es ist wie beten. Wir können jetzt deinen Turm sehen. Ich hoffe, es ist dort hell und riecht wie Mutters Tempel. Der Lehrer sagt, sie wird uns bald folgen. Bitte schick dem Lehrer schönere Träume. Es ist schlecht, er ist schlecht gelaunt und wenn er müde ist, schubst er den Wagen durch die Gegend. Wir versprechen, dass wir ganz still sind, damit er schlafen kann. Hm. Was für ein Lehrer. Was? Wer manipuliert? Wir werden hier drin die ganze Zeit manipuliert. All that blood. Guess there's a worse place than Avernus after all. Whoever that was, this place chewed them up and spit them out. Ist das eine Tentakel? Die essen durch die Tentakel oder da kommt das wieder raus? Was? Eine abgeschnittene Tentakel oder eine Anus-Tentakel? Was soll das darstellen? Vor allem, da kommt Blut raus. Ich, nee, oh Mann, ey. Ich mag doch kein Horrorspiel. Das ist vielleicht nicht, ja doch, ein bisschen gruselig, aber eher mehr ekelhaft hier. Ich habe erst was gegessen. Was soll das? Einzelner Tor, so, und das sehe ich ja jetzt erst. Der hat ja wirklich alles gehackt. Gut, dass man hier eigentlich blind durchgeht. So, Astarion. Dann gucken wir mal, ob wir das befreien können. Wie eben mache ich mein Versprechen wahr. Okay, ist kein Versprechen, aber ich schieße nicht mehr drauf.
Ist das der, den wir am Anfang mal gerettet haben? Ich meine, das kann auch nichts dafür, dass es so geboren wurde, ne? Und wenn es sich nicht... Wenn es nicht sich verbreitet dadurch, dass andere Menschen sterben und es einfach nur leben will und auch nicht so leben will wie die, weil es wurde ja eingesperrt, dann... Ja, sei bitte nett und dann können wir, ne? Was haben wir das jetzt? Irgendwas? Beschwöre uns. We are us. Okay. Also, was mache ich damit? Ich kann Zauber wirken lassen und dann... Die kriegt auch Segen von Silone. Okay, wir haben jetzt Ass. Krass. Und wir haben den jetzt die ganze Zeit hier. Erfordert vor Verwendung eine kurze Rast. Sogar eine kurze, damit es wieder aufgeladen wird. Ja, dann würde ich ja mal sagen... Ne? Hier... Das Geld kommt dann da oben. Ich habe schon gesehen, da war eine Stelle frei mit dem Pergament. Da so hin, fertig. Jetzt haben wir Ass, beschwöre uns. Der hat aber auch nicht wenig Leben, ne? Boah, wir können's... Cool! Ich hoffe, du bleibst immer nett, ja? Und übernimmst nicht irgendwann. Das könnte uns zum Verhängnis werden, aber... Ich hatte ja gesagt, wir wollen nicht immer drauf schießen. Und gleich kommt der nächste Bam. Sind wir hier drinnen fertig? Ja, ne? Warte mal hier. Der bleiche Elf. Also hier oben waren wir schon überall. Hier kommen wir ja nicht hin. Da ist ja nur... Da war das, ne? Nee. Da kommen wir nicht durch, oder? Ziel zu weit entfernt. Was würde da auch stehen? Nee, 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 nee. Wie sollten wir mal speichern? Können wir eigentlich mit denen hier reden? Wo ist ein Ass da? Okay. Ihr erregt möglicherweise die falsche Art von Aufmerksamkeit, wenn man euch an meiner Seite sieht. Indigenous to this world. They kitties can walk anywhere and they are most cunning. Was für ein süßes Kätzchen. Es war kühn, sich mir anzuschließen. Wollt ihr nicht der Absoluten dienen? Ja, fragt mich auch. Absolute? The Absolute does not care about us. And we do not care about the Absolute. We are different. And we are saved. Friend! Wenn du das wirklich so bist und auch keinen wehtun willst, außer unseren Feinden, dann... Du siehst zwar nicht so sonderlich hübsch aus, aber... Okay, gut. Keine Vorurteile. Wir werden mal... Okay, mit Zombies brauchen wir nicht reden, oder? Warte, jetzt bin ich ganz schlau. Hoffentlich. Wir werden wieder eingeflüstert. Ich hoffe, wir sind sehr schlau jetzt. Und dann... Bitte. Bitte, lass uns das machen können. Bitte. Strike hard, strike fast. Oh nein, ich habe den Zombie getroffen. Ich wollte doch...
das da hinten treffen. Können wir da irgendwas reinwerfen, bitte? Irgendwas. Hier. Oder hier, schießt das da rein. Ja. Das hat auch nicht das gebracht. Ich wollte doch nur das hier zerstören. Oh Mann, nee. Hat nicht geklappt. Gut. Vielleicht sollten wir dann hier bleiben. Hakenschrecken. Das sind aber andere Hakenschrecken. Welchen sollten wir denn eher töten? Den, der Zombie ist wieder auferstanden. Das ist nicht gut. Sollten wir zuerst Hakenschrecken töten? Oh Mann, ey. Schnell auf den los. Das ist jetzt nicht so gut. Rückzug. Die anderen sind auch alle im Kampf, ne? Die nehmen wir noch mit, Carla. Danke. Vielleicht können wir die treffen. Bitte, Carla. Das ist doch Licht. Warum? Okay, wir hätten auch Berserker-Modus anmachen können und so. Naja, gut. Noch mehr von denen. Und der da, der wieder blieb doch alle in der Mitte, oder? Oh Gott. Deswegen ist der wieder auferstanden. Jetzt sind wir wie gelähmt. Die leben auch noch. Ich will nochmal neu starten. Wir werden so verlieren. Das kannst du aber glauben. Wir werden sowas von verlieren. Astario, hast du den gerade gewonnen-hittet? Ich nehme alles zurück. Astario, alles. Der Todeshirte kann nur seine wiederbringen, oder? Schildhieb! Sie kann nichts machen, ne? Fuck. Ja, was soll sie denn schon jetzt machen? Beschützt sich selber. Vor Untoten. Ja. Wir können nichts machen. Wenn wir weggehen, kriegen wir auch einen. Da sind wir geliebt. Der spurtet weg. Der weiß ganz genau, dass er alle wiederbleiben kann, ne? Aber der muss doch bestimmt näher dran sein, oder? Er kann nicht alle wiederbleiben. Kommt alle auf einen Haufen. Wenn die alle zusammen untergehen, oder? Oder? Irgendwie schon, oder? Doch, bestimmt. Ach, keine Ahnung. Ich würde die ja auch gern hier treffen oder so. Oder die hier hinten. Ja, müssen wir neben denen auch. Das ist auch doof, ne? Oh, ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss der weg. Danke. Dann können wir nur noch einmal der große Zombie weg. Kann das denn ein Fehlschlag sein, bitte? Ja, Carla, los! Wieso hat er denn wieder überlebt? Ah, ich krieg eine Krise. Aber zweimal gut Schaden gemacht.
Natürlich kommen die alle jetzt. Gut, der spurte zum Glück. Er hätte auch fliegen können, oder? Oh, Karlach hat ihn fast auseinandergenommen. Nee, warte, wir können vielleicht das hier machen. Wir vergessen immer Ass, ne? Warum geht denn auch die... So, der ist weg. Dann können wir vielleicht mit Ass... Was kann denn ein schönes Intellektverschlinger? Verzehre den Verstand einer Kreatur. Wenn ihre Intelligenz unter 4 liegt, erleidet sie Schaden, wird betäubt, andernfalls wird die Intelligenz verringert. Synaptische Entladung, stoß eine Welle telepathischer Energie aus. Ich glaube, das hier macht Schaden, ne? Oh, und wie? Du bist ja richtig gut. Kann jetzt zwar nichts mehr machen, aber... Wow, das war allererste Sahne, war das. Bis dahin kommst du nicht erst darin, ne? Schade. Kannst du noch irgendwas werfen oder so? Hm. Kann nur ein Gift nehmen, ne? Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So ein Gift hier, Waffe überziehen. Ja, was sollen wir da machen? Sie kann auf jeden Fall richtig zulangen jetzt, ne? Warte mal, untersuchen. Nekrotische Resistenz, also nicht so wirklich, aber sie kann das hier machen. Gleißen. Bitte. Das war richtig so. Und du bleibst da auch schön drinnen stehen, ja? Gut, dann nehmen wir hier so ein Getränkchen. Mm. Natürlich kommt der jetzt dran und wird irgendwie wiederbleiben, oder? Ja, komm, den kann da wiederbleiben, aber als nächstes ist er dran. Wenn der hierher kommt. Das war eigentlich gut, oder? So. Alle spurten da jetzt rein und kriegen Schaden. Oh nee, kriegen sie nicht mehr, ne? Weil ich das unterbrochen habe. Schade. Den hier müssen wir aufpassen auf den Duellanten. Der macht bestimmt Schaden. Aber nichtsdestotrotz. Was kann denn hier, ne? Nee, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Ja, ich treffe euch. Das ist schon so gewollt. Weg mit dir. Weg mit dir. Natürlich steht der wieder. Es tut mir leid. Schattenherz ein bisschen was, aber die kann sich gleich heilen. Dafür kriegt sie einen Riesentrank. Es tut mir leid, aber irgendwie dann auch nicht. Großer Zombie, großer Zombie. Machen wir mal auf den was. Komm, Astarion, große Zombies töten. Den da hinten kriegt er nicht, ne? Schade, haben wir den falschen genommen. Oder einen kleinen. Komm, wir nehmen den aus dem Spiel. Ah, wieso kann ich denn nicht?
Okay, okay, okay. Wir haben jetzt hier Intellektverschlinger. Nein, komm, wir nehmen einen aus dem Spiel. Die anderen, ja, klar. Aber, komm. Hier, du kriegst einen Riesengetrank, Shadowheart. Und dann... Ach, da war ein Viererzauber. Das wird... Genau, richtig rein hinten jetzt. Jetzt geht er wieder nach hinten und macht noch einen Untoten. Das war so klar. Den kriegen wir gleich. Wenn hier alle weg sind, dann nehmen wir uns den vor. Ich reagiere. Wir hatten Schutzgeister. Sind wir nicht gestorben, oder? Was passiert hier? Es reicht. Jetzt spurten die auch noch. Gut. Kriegen wir den da hinten bitte? Oh, kritischer Treffer reingehauen. Das war gut. Dann ihn hier noch, den hatten wir ja markiert. Ja, keine Ahnung, was sollen wir noch so machen, ne? Rundumschlag haben wir nicht mehr, ne? Schade, wir können den hier einen reinhauen. Den hier nochmal. Der ist jetzt auch erst tot. Gott. Was kann Astarion schon tun? Ihn hier einen reinhauen. Oder als fehlschlagen lassen. Wenigstens ist der weg. Gut. Concentrate, ja, ein Getränk trinken erstmal, bevor es hier weitergeht. Ein göttliches Gift. Ja, aber wir knocken damit keinen aus oder so. Nee. Wow. Doch, das macht mehr Schaden. Gut, dann halt nicht. Jetzt kommt er auch angespurtet. Der muss weg. Der hier kann auch nur spurten. Die anderen greifen natürlich an. Oh, gut. Zweimal Fehlschlag. Dreimal Fehlschlag. Ich mag dich, Schattenherz. Der hier muss weg. Und wir setzen das ein. Wir müssen uns nicht bewegen. Der hier muss weg. So, perfekt. Ja, nicht ganz perfekt, aber halt, ne? Dann... Naja, zu denen da hinten kommen wir nicht, schade. Ja, markieren wir die mal. Wir haben ja ihnen nichts zu verlieren mehr. Karlach geht jetzt voll. Hau den weg. Braucht zwei Angriffe. Nicht komplett, aber du kannst sie nehmen und auf ihn werfen. Dann kannst du nochmal auf ihn hauen. War das nicht perfekt? Cut and Run. Ja, bei denen da hinten kommen wir nicht. Der muss noch spurten oder blieb wieder ein. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Karlach treffe, auf einmal so. Ja, Hit. Kritischer Hit tot. Das wäre es auch noch, oder? Kann er denn? Nee, kann er nicht.
Aber unser Freund kann. Wir sollten den Großen außen nehmen. Aber nee, komm, den Kleinen, der trifft er auf jeden Fall. Und den anderen nimmt Shadowheart. Trifft wenigstens mehr als andere. Der hat sich nochmal wiederbelebt. Shadowheart, du kriegst dann nochmal so ein Getränk. Der wird dich schlagen, auf jeden Fall. Der wird sprinten. Der sprintet nicht. Ach, weil er wiederbelebt, ich wollte schon sagen. Aua. Es war nicht nett von dir, das tat weh. Weg mit ihm. Kriegen wir den da? Boah, ein Versuch ist wert, ne? Ja, bisschen was. Du kriegst das in Shadow. Ne, kriegt sie nicht. Vielleicht klappt's ja. Flieg zu deinem Meister. Nee, geht auch nicht. Schade. Ja, nee, dann brauchen wir das nicht machen. Flieg zu deinem Meister oder so. Das wäre dumm. Auch nicht getroffen. Jetzt aber getroffen. Und ihn nochmal. Danke. Karlach kann nichts trinken, ne? Gut. Vielleicht. Wir müssen auf jeden Fall so weit wie es geht vorlaufen. Entweder wir kommen da ran. Oh ja. Hat nichts gebracht, aber es hätte sein können. Und ich weiß, Gift bei Untoten, das war unnötig, dass wir das, dass ich das genommen habe. Aber okay. Ass. Das heißt, Ass können wir auch nicht mehr verlieren. Wir haben ihn da im Inventar. Ne? Wenn er tot ist, dann eine kurze Rast und dann ist er wieder da. Das ist sehr gut. Gut, dass wir denen am Anfang mal geholfen haben. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel. Dann los, Shadow, bitte. Er rennt einfach an uns vorbei. Oh, der hat den wiederbelebt. Wir müssen den jetzt auf jeden Fall weghauen, bevor er noch mehr wiederbelebt. Der eine, okay, aber sonst... Weg mit ihnen. Wir können das hier noch einsetzen, ne? Und dann jetzt nochmal. Weg mit ihnen. Ja, Mann. Das war gut. Jetzt kommt Karlach von hinten. Und macht den Schrecken nieder. Ich dachte zwei Hits, aber okay, sie hat es wirklich ernst genommen. Dachte so, ich soll den niedermachen, ja? Dann springe ich wie so ein Wikinger. Und da hat sie nochmal gezeigt, wie das so geht hier. Haben wir jetzt alles hier drin? Ja, nur noch Catherick? Oder kommen noch mehr Zombies oder sonst was? Ich meine, die Armee, die sich jetzt hier wiederbelebt, die ist, ne, ja, das war's dann. Ich finde, diesmal ist das gut gelaufen, oder? Alle noch ein bisschen mehr Leben, gut. Shadowheart hätte vielleicht nicht so viel trinken müssen, aber es geht gut. Irgendwo ist hier noch ein Hakenschrecken. Warte, hier ist noch ein Zombie, hier ist noch ein großer Zombie, hier ist noch ein Todeshirte. Wir haben hier noch so einen geflügelten Schrecken. Wo ist der? Ja, erstmal den Duellanten noch mitnehmen, aber wo ist der geflügelte Schrecken? Hurry now. The city calls out for salvation.
Das war eine Lüge mit den Schrecken, oder? Da hinten ist der Schrecken. Da war eh nichts drin. Gut, haben wir aber. Wir speichern hier. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, Like da lassen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Tschüssi.